Herzlich willkommen zurück zu FIFA 17, 18 im Karrieremodus mit Preußen Münster, mitten in der Transferverhandlung. Wir wollen jetzt Robin Krause holen. Wir sind Daniel und ich. Genau. Genau. Wir hatten letzten Part einen Innenverteidiger auf gut Glück geschnappt, Guganik den Guten. Und jetzt geht es daran, Robin Krause als zentralen defensiven Mittelfeldspieler zu bekommen. 67 hat uns unser Scout gesagt. Und empfohlen wurde uns zwischen 1,1 und 1,5 Millionen als Transfersumme. Willst du gerade machen? Ich habe gerade gemacht, weil du gelabert hast. Ja, und wir werden aber jetzt schauen, dass wir irgendwie den vielleicht für... Ich starte mal vielleicht bei 800. Genau, dass wir den ungefähr für den Marktwert bekommen. Das wäre natürlich Knorke. Weiterverkaufsgebühr ohne eigentlich nicht, oder? 5%. Ja, noch 5% vielleicht. Mal gucken, was passiert. Ui. Die sind auch von 15, bei 15 vom letzten Mal. Das ging auch relativ rasch damit, Guganik. Ja. Dafür, dass wir davor bei 800.000 direkt abgewiesen wurden. Ja. Oder 750.000. Ja, gut, war halt eine Mille. War was eine Mille? Ja. Ja, und 10%. Das ist halt nicht so schlecht, wenn. Okay, sie wollen 1,1. Ich glaube, da wird er nicht viel verhandeln. Na, versuchen wir nochmal 1 Million vielleicht. Ich denke, das wäre okay. Mhm. Ich würde ja gerne sogar. Upsala, das war die falsche Zahl. Ich glaube, 1 Million ist okay. Sogar nur 950 versucht, aber ja, doch. Ich meine, auf die 50.000 kommen sich an und wenn sie die Verhandlung abbrechen, dann wäre es echt bitter. Ja. Ist schon letzter Transfertag jetzt, wer vielleicht die letzte Episode nicht mehr so in Erinnerung hat. Ja, vor allem. Also Deadline Day heißt das ja so schön. Ja, genau. Nehmen wir an, sehr schön. Ja, Problem ist natürlich auch, dass wir eben noch einen ZM brauchen oder ZDM, genau. Also einen Mittelfeldspieler. Wir wollten jetzt auch keinen holen, der auch nur eine 64 oder sowas hat, der die Qualität nicht unbedingt erhöhen würde, sondern wollten wirklich einen, der qualitativ ist. Das ist ja sogar eine Aufgabe von uns gewesen, oder? Ach nee, das hat mir Jugendspieler. Nee, die sind unter 20 sein oder sowas, das haben wir gar nicht gemacht, das ist egal. So, achso, shit. Wir haben ja, passt, das waren 14.000. Kreuzbüttel. Okay. So, er soll Schlüsselspieler werden. Oder möchte es. Ja. Wollen wir auch. Mit einer 67 hat er auf jeden Fall das Potenzial dazu, mit Dings zusammen das zu ersetzen. Das war ein großer Konkurrenzkampf. Aber ich garantiere ihm die gewünschte Spielzeit. Das ist sehr schön. Ja. Da grinst er. Sehr gut ausgedrückt. Für ein Jahr. Ich würde sagen, wir versuchen zwei, ja. Ja. Aber schön, dass er das hier so alles einfach so von sich aus sagt. Ja. Das finde ich ziemlich cool, weil. Ja. Ja. Wobei das früher immer einfacher war, fand ich. Also bei FIFA 17 und darunter war es auf jeden Fall wesentlich einfacher. Ja, die Verhandlungen sind deutlich härter, was mir aber gut gefällt. Ja. 2 Jahre sind auch für sie okay. Ich glaube, auch Vertragslaufzeit ist das, wo man sich am wenigsten drüber streitet, tatsächlich. Ja. Zumindest hier, wenn es jetzt 1 oder 2 Jahre ist, das würde ich gerne übergehen. Ja, perfekt. 11,5, das ist ganz schön viel. Einstiegsbonus von 110. Nee. Und also die 11,5 finde ich jetzt nicht mal so schlimm. Ja, das würde passen, weil. Wenn wir Grimaldi angucken. Aber ich würde gerne die Boni ein bisschen senken. Ja, vor allem der Einstiegsbonus und der Einsatzbonus, die klauen unser ganzes Transferbudget. Ja. Also ich würde hier, wenn dann sagen, 20 Einsätze, aber dafür 150.000. Das ist weniger. Und schauen, dass wir eventuell beim Einstiegsbonus nur 90 geben, oder? Ja. Technisch finde ich ja okay. Ja. Vielleicht sagt er ja, weil er wieder unbedingt zu uns kommen möchte, so wie die anderen auch immer. Ja. Oh, tatsächlich nicht. Sie gehen allerdings bei dem Gehalt ein bisschen runter. Aber ja, 250. Aber dafür wollen die 250.000, das haben wir gar nicht. Das haben wir nicht, ne. Also die 110.000 finde ich ja okay, aber dann gebe ich dem lieber mehr Gehalt. Und dafür aber weniger Bonus. Also ich würde ihm eher 12 oder sogar 13.000 Gehalt geben und dafür den Bonus wieder schmälern. Also. Ja, was hatten wir denn da geschrieben, ey?
Ja, da wären wir unter 150.000. Sonst war ja, wir hatten 140.000 ihm gegeben für 20. Ja. 10.000 pro Spiel. Ist ja viel. Ja, das Problem ist, vorher wollte er ja auch mehr. Ich würde 150.000 für 20 Einsätze, ehrlich gesagt. Ja, die wollen eher das den Gehalt, also Gehalt drücken, als diese Zusatzgebühren. Ja. Sie wollen den schnellen Cash. Ja. Ja, den sicheren Cash halt auch. Ja, passt. Ja, nehm's an. Das ist, glaube ich, nicht der beste Deal für uns sogar, aber den Spieler wollten wir haben und jetzt sind wir aber komplett pleite. Ja. Also wenn die Saison nicht gut wird, dann haben wir ein Problem. Ja, gut, dann muss man halt irgendwo verkaufen oder so. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein Top-A-Team. Kann man jetzt hier Wiebe ersetzen. Durch Krause, Wiebe natürlich auf die Bank. Wohin? Für Heinrich vielleicht. Na gut, wir haben halt hier noch Stoll. Und Mama Schulz auch rein. Hä? Mama Schulz auch rein. Und Gabe. News. Ja, das ist halt die Frage für Rinderknecht, aber der war eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich okay, also das Team. Ja. So, ein bisschen. Das ist schön, das ist unser einziger Ersatzverteidiger. Also gut, wir haben dann wieder Scherder demnächst. Ja. Ich glaube, das ist sehr gut mit Gugarin. Guganik, so. Genau, jetzt können wir den restlichen Transfertag ganz in Ruhe betrachten. Sebastian May. Den wollten wir doch für 1 Million losgehen. Ja, aber ich habe jetzt keine Bock hier nochmal zu verhandeln. Der Kader steht jetzt. Nee, also ich muss sagen, bei manchen Spielern würde ich verhandeln, aber nicht mehr bei einem Innenverteidiger. Ja. Deswegen Angebot ablehnen. Können wir nicht sagen, Angebote blocken. Ja. Weil Mai ist ein Innenverteidiger und wir haben keinen Platz mehr, Innenverteidiger zu verkaufen. Da kriegen wir direkt einen Punkt dafür Abzug. Ja? Weil wir ja nicht mehr Einnahmen haben. So. Das ist unser Rechtsverteidiger, aber ich wollte jetzt echt nichts mehr. Also wir haben auch keine. Also tatsächlich die einzige Position, glaube ich, wo ich verkaufen würde, wäre sogar Stürmer. Aber wenn wir da ein Angebot bekommen, irgendwie für. Ja, oder linker Verteidiger. Linkes Mittelfeld irgendwie so. Ja, genau. So linke, für Cueto oder so, der. Ja. Wahrscheinlich würde er eh nicht so viel Spielzeit haben. Das mit 360.000 haben wir schon abgelehnt. Und die bieten weniger. Ja. Unglaublich. Ich kriege jetzt bestimmt wieder einen Punktabzug oder so. Ja, weil wir keinen Cash machen. Der Feind will ja, dass wir Cash machen. Ja. Woher auch immer. 151.000 schon. Al-Hazaimi. Boah, das ist eigentlich ziemlich geil. Aber gut, wir haben linken Verteidiger Mering. Merik. Ja, ich will jetzt echt nichts verkaufen. Das, jetzt macht man einfach noch keinen Sinn, jetzt für uns was noch zu verkaufen. Der Heck, Alter. Ja. Da müssten die schon wesentlich mehr geben, eigentlich. Wann denn dauert jetzt halt auch so lange? Ja. Keine Ahnung, es sind halt die falschen Spieler, die Verein haben wollen. Boah, Alter. Da geht auch noch einiges Cash über die Bühne. Nochmal für 7 Millionen irgendein Asiate, von dem ich noch nie gehört habe. Kim Jong-un. Die Libyanidis. Thomasson, 5,3 Millionen. Na guck mal, jetzt kommt auch kein Angebot mehr. Ja. Das Coole ist halt, man kann jetzt sogar in der letzten Stunde noch komplett verhandeln. Also stimmt, ja. Das konnte man ja früher nicht, weil man musste ja immer dann einmal weiter drücken, bis dann das Ergebnis kam. Und so durch diese neuen Verhandlungen kann man es wirklich direkt machen. So, und jetzt ist die Transferfrist vorbei. Spieler des Monats kommt vom VfR Aalen übrigens. Hat man gerade in den Breaking News gesehen. Ja, ne. Ne, das ist Cahill. Das lädt zu lange. Das ist Scherder, ja, das schon. Sorge um Scherder, ja. Der hat sich ja schon wieder verletzt. Und jetzt sieht man es nicht mehr, das ist der Spieler von VfR. Kann man nichts machen. VfR. Okay. Oh. Hä? Duisburg ist eine Wiebe zu kaufen, 24.000 Details. Und meine Anmerkungen finden Sie in Ihrem Ordner. Bitte berücksichtigen Sie, dass wir nicht in einer Transferperiode. Sie können einen Vorvertrag aushandeln.
falls es zu einer Übereinkunft kommt, wird der Transfer durchgeführt, sobald die Transferperiode. Sehr cool. Oh, sicher, so ist nicht. Aber wollen wir Wiebe verkaufen? Ich glaube nicht. Nee. Hey, der kriegt noch richtig viel Wert jetzt erstmal. Ja. Ich meine, also, im Moment sitzt er auf der Bank. Wenn du die Anwesenheit bei uns, kriegt der Wert. So, wir können wieder trainieren. So, jetzt können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht. Oh, das Training bringt vielleicht nicht so viel. Ob einer unserer neuen Spieler eventuell. Nö. Warum auch? Was glaube ich, von Gubanek und Kruse. Gubanek ist halt schon 22. Und Krause. Weil der Krause, ist halt 23. Ja, okay. Ja, passt. Ich meine. Aber so können wir die beiden so richtig schön hochpushen. Ja, und dann können wir vielleicht einen von denen teuer verkaufen und dann. Ja. Unseren Kader ein bisschen besser machen. Und er hätte ja alle erhöhen können, ne? Ja, weil beim letzten Training kriegt ein D. Also bei den letzten beiden. Scheint gerade Länderspielpause oder so. Oh, als nächstes geht es gegen den FSV Zwickau. Da wollten wir auch ein Spieler haben. Hm? Da wollten wir auch mal ein Spieler haben. Oder ja, haben Interesse. Ja, ja. Länderspielpause war auch, man sieht ja gerade, Jiménez Uruguay leidet. Ansonsten würde Atletico Madrid stehen, wenn er sich verletzt hat im Liga-Betrieb. Ja, und dann wäre es auch komisch, wenn wir das sehen würden. So, jetzt gilt es aber, nachdem wir letzte Episode endlich die Niederlagenserie gebrochen haben, sozusagen. Oder sie gerissen ist. Jetzt muss ein Sieg her. Gerade, ich meine, come on. Wer so ein Logo hat, der kann nicht gewinnen. Die haben einfach drei Spieler, die dann Ball hinterher rennen. Ich muss noch mal kurz was trinken. Ja, hol dir was. Ich werde mal eben kurz. Aber Guganik hat schlechten Abschluss. Aber er kann Freistöße. Dann wird Guganik auf jeden Fall lange Freistöße machen. Das kann er nämlich. Ich würde Guganik sogar die Ecken machen, obwohl Guganik ist 1,91 groß. Ich wollte gerade sagen, das ist auch nicht so gut mit der Innenverteidiger und dann kriegen die Ecke. Ey, komm, guck dir das doch mal an. Der hat so, eigentlich so alles so roundabout, Abschluss halt 60, ne? Guganik. Alles grün, aber Abschluss 48. Ich habe den jetzt. Hoffmann. Ich habe ihn für einen langen Freistoß eingetragen. Mhm. Es sind alle nicht gut. Ritzi ist. Ah, das hat Schusskraft. Wow. Nee, Torwart kann man sowas gar nicht schießen lassen. Ja. Ansgar von Hauenstein ist der Schiedsrichter. So. Wir können das ja jetzt nochmal ausprobieren. Das Wetter ist heiter. Ich glaube, es geht aber nur wahrscheinlich, wenn man einen englischen Kommentar hat. Ja, das kann gut sein. Jetzt ärgere mich, bei FIFA 15, glaube ich, wurde das auch im Deutschen angezeigt. Union Park Stadium. Verstehe ich nicht. Enter. Enter. Das ist echt blöd. Oh, aber, da hat es die Frames gedroppt. War too easy. Shit, das ist ja so lustig gewesen. Oh boy. Oh boy. Hätte es gedacht, wenn der auch daneben gegangen wäre. Da ist jetzt so ein bisschen. Ja, Heimspiel für Preußen Münster. Da sieht man Manfred. Ganz schön klein. Ja, Manfred. Ja, dafür ist er schnell. Das stimmt. Das ist ja das einzig Wichtige bei ihm. Ja. Der ist ja nicht dazu da. Und flanken sollte er kann. Das ist ein bisschen. Ja, genau. Das heißt, da werden die Händchen geschüttelt. Oh, da wird sie nochmal geherzt. Ja, das ist aber sehr fein. Busi. Oh. Oh, da wird sich nochmal geherzt und nochmal. Was ist denn das Tier da, der Dude mit dem Zopf? Ich glaube, das ist Mai. Mai, ja. Der geht auch immer richtig ordentlich ab in der Verteidigung. Jetzt sind neu heute Guga, Nick und der andere Krause. Dude. Krause. Hier übrigens mit Doppel-S geschrieben in der Anzeige. Eigentlich wird aber das Z geschrieben. Ja. Lol. Und Schulze Nihus im Türchen. Genau. Das finde ich schon mal ganz gut. Und Warschewski als Starting-Stürmer. Ja, habe ich da. Ja, das ist okay.
fand ich wesentlich angenehmer. Aber wir müssen halt ein bisschen darauf achten, dass. Das Problem ist, wir haben ja Grimaldi gesagt, dass er Schlüsselspieler ist. Ja, ja. Okay, kennt man hier irgendjemanden? Nö. Nicht wirklich. Wojciechowski, Koch, Frick. Nö. Okay, na dann. R. König. Los geht's. So, wir werden wieder Pressing, Konter und 1 defensiv spielen. Und los geht's. Boah, guck mal, Guganik, der rennt erstmal vor. Hast du das gesehen? Was für ein Spiel, da sind wir eigentlich 7. oder 6. 7. Spieltag. Oh, jetzt ist Guganik wieder zurückgelaufen. Okay, gut. Dann haben wir Bader und gleich unten auf Hoffmann. Stark. Kommt die Flanke, die kommt gut. Warum kriegst du da rein? Was macht der denn? Oh, das bist ja du. Ich habe jetzt gerade den falschen Spieler ausgewählt. Stark den Ball da behauptet. Auf den Rinderknecht. Wer kann das? Bader haben wir da. Der hat den so langsam, eingeleitet. So langsam ist der Rinderknecht auch immer besser. Was die Werte angeht. Oh, ich dachte, du passt vielleicht noch weiter. Ich dachte, du passt noch ein Stück höher. Ich dachte, der kann schießen. Manfred. Wer war denn das? Ritzi. Ja, normalerweise kann der das. Wahrscheinlich falscher Fuß. Manfred. Falsche Position. Ui. Und kommt jetzt hier dieses schnelle Spiel nach vorne von. Leute, hier war ein Knicker. Oh. Ui! Rinderknecht. Oh, natürlich. Er spielt den nicht sehr gut. Ich glaube, Spiel. Langsam. Ein bisschen Zeit lassen hier. Al-Azaimi. Die haben ein Eisele. Ein Eisele. Krause, erstmal da. Erster Pass, glaube ich, und der war erstmal richtig krotzer. Ging der glaube, nicht auf Krause, der Pass? Achso, das kannst du wirklich, glaube ich. Oh. Oh, Glück gehabt, dass der Verteidiger da. Ah, das ist Rinderknecht, der war. Ja, Wojciechowski ist auch viel zu weit hinten. Ja, sehr schön. Guganik. Mach da. Mit der ersten Aktion. Ja, der ist auch sehr, ich glaube, der ist sehr, sehr gerne in der Offensive unterwegs. Also, oh, ich dachte, ich mache da schönen, harten Lauf. Oh, Ritzi. Oh, lol. Oh. Manchmal denke ich irgendwie, wir haben den Safe. Ja, und dann geht er doch vorbei, ne? Oh, das war ja gut. Der war jetzt aber safe. Ja, der nicht da hinten. Genau. Genauski. Das war nicht mal ein starker Pass, dann kann man so viel Karriere. Ja, Manfred läuft da. Aber. Jo. Okay, das war ein bisschen zu viel Trickserei. Ja, da hat jemand wohl zu viel gewollt. Ist natürlich die rechte Seite offen. Also unsere linke Seite, aber ja, Guganik. Guganik. Der kann überall. Packt sich erstmal hin, weil fast. Oh. Na gut, mit Rinderknecht ist auch nicht so gut. Oh Gott, Alter. Wie weit zieht er den denn nach außen? Oh, shit. Oh, aber oh, Bader nochmal mit der. Oh, der war im Abseits. Ja. Aber durch das Klären ist das Abseits aufgehoben. Na, da packt er sich jetzt mal direkt hin. Oh, komm schon. Hm. Dann kommen wir da auch nicht mehr ganz gut ran. Alles war gut. Welchen Manfred? Ja, ne. Da steht Zwickau ganz schön dicht jetzt gerade. Ich spiele den Dangelan. Ja, man kommt immer ganz gut über Hoffmanns Seite. Ja. Aber Hoffmann hat, glaube ich, auch noch ein bisschen bessere physische Skills. Oh, der war jetzt ganz schön. Und da ist Krause bei seinem Dippel. Jo! Bei seinem Dippel! Für uns macht er sein Tor. Was? Ist es er der Jubel? Ja, Krause jubelt. Ja, das war richtig gut gespürt. Und auch die Vorlage, das war ein richtig schöner Pass. Ich glaube, die kam von Ritzi. Dieser Pass. Und ja, richtig stark. Ja, genau. Hätte. Mal gucken. Die Nummer 8. Das ist Ritzi, da ein starker Pass. Krause zählt er gut mit und dann. Mit links schön ins Eck. Richtig, richtig schön mal gespielt von Münster. Zu Hause in der 26. Minute. Und zack, da steht es 1:0. Ja, erstes Tor, dritte Liga. Für Preußen Münster? Nee, für Robin Krause. Ja, aber auch für Preußen Münster. Zumindest an dem Spieltag. Ein paar mehr Tore haben wir schon geschossen. Das ist wahr. Aber das erste Tor seit lang. Das ist der dritte Spieltag tatsächlich, an dem wir treffen. Ja, das ist ganz schön traurig, wenn man darüber nachdenkt. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hinten trotzdem sicher stehen. Natürlich, natürlich.
Oder auch nicht. Zwickau ist jetzt auch, muss ich sagen, nicht so der Gegner, aber ich denke, die sind sehr stark. Den hat Niehaus und jetzt kann man vielleicht mal schnell spielen. Über Hoffmann geht es, aber da stehen ganz schön viele Spieler von Zwickau. Hm. Oh. Okay, da habe ich es nicht so erwartet. Oh, das war halt irgendwie die einzige Anspielstation in der. Ah, der hat Krause sehr stark zugestellt gerade. Den Pass weg. Ja, Krause spielt hier auf jeden Fall sehr starkes Debüt bisher. So in dieser. Der war im Abseits. Oh, ich hab den halt zu spät gesehen und aber hab nur noch so im Kopf gehabt, dass du Manfred den Ball haben würdest bei Manfred. Oh, Manfred, sehr stark. Man muss gerade noch spielen, ist niemand da. Okay. Jo. Ich dachte, vielleicht so ein bisschen laufen geht, aber. Oh, ich laufe mit Guganik wieder zurück. Die Nummer 4 hat Guganik. Jetzt schon rausgefunden. Und Krause, der gewinnt momentan sehr, sehr viele Zweikämpfer. Tut mir ein bisschen leid für. Ja, hat er freigespielt? Wiebe war im ZDM auch sehr stark. Ja, weil Wiebe hat auch wirklich stark gespielt. Aber Wiebe hat leider nicht das Potenzial. Also, das ist ja das. Lol, ich wollte eigentlich auf den anderen. Das hat halt Rinderknecht. Ansonsten hätte ich halt schon dreimal gesagt, Rinderknecht kommt hier raus. Ja, das ist es halt. Rinderknecht, der muss ein bisschen Punkte sammeln, Level sammeln. Der hat ja seinen Wert jetzt schon fast verdoppelt. Ich glaube, plus 50%. Also die Hälfte vom Verdoppeln. Robin Krause haben wir da gesehen. Ja, ich spiele lang. Ja, spiele nicht kurz, spiele lang. Das hätte man mal gar nicht Grimaldi. Ja, toll. Waschewski kann natürlich nicht das Kopfball-Duell gewinnen. Aber das finde ich auch enttäuschend bisher, dass Grimaldi. Oh, Rinderknecht hier sehr stark. Rinderknecht wird jetzt auch immer besser eigentlich durch das Training. Und jetzt mal Konter, da unten läuft er. Und Hoffmann jetzt. Der muss selber abschließen, Hoffmann. Hält er den Nerv? Nein, tut er nicht. Er schießt auf den Mann. Ich könnte heulen. Unglaublich. Dann kann man auch mal ins Eck ziehen. Guganik stark. Vorteil da. Ich weiß gesagt nicht, was da passiert ist. Aber ich würde sagen, du hast ihn berührt. Zack, aber spiel nochmal hinten rum. Das war stark gelöst hier von ihm, aber da kann er den Ball nicht annehmen. Und jetzt. Das ist auch sehr gut so. Gibt es vielleicht hier den. Konter? Den Halbzeit. Den Halbzeit. Ah, aber den Konter, den hätte Hoffmann da, glaube ich, verenden müssen. Das war eigentlich so, wie wir spielen wollen. Ja, das war. Nur am Ende nicht wirklich gut dann. Schwach im Moment. Bremen 2 liegt hinten gegen Fortuna Köln. Das war das einzige Ergebnis, was ich gerade gesehen habe. Ich habe nur gesehen, dass es bei Erfurt hinten liegt. Was denn? Ja, ganz ruhig. Brauchst du so lange, um hier fertig zu sein, Mensch. Also 1-0 kann es endlich der erste Sieg seit dem ersten Spieltag tatsächlich sein für Preußen Münster hier. Ja, dann muss jetzt die Konzentration da bleiben. Und dann kann das auf jeden Fall was werden. Der Grundstein ist der gelegt. Nochmal letzter Sekunde verteidigt. Jetzt vielleicht nochmal ein Counter. Konter. Wer ist das denn? Ritzi macht das ganz stark. Kriegt er den jetzt noch rübergelegt? Gott, das ist so gut gespielt. Manfred spielt es leider nicht gut. Weiß nicht, da wollte ich irgendwie zu viel. Oh, Manfred kämpft aber. Der kämpft auf den Polen. Und der Pole schießt das. Waschewski ist Deutscher. Ich denke mal, Wichnarek, Mann. Und Wichnarek war Pole. Waschewski ist ausgefallen schon. Ja, noch, aber der hat den abgewählt, der Verteidiger. Also gibt's Ecker. Wobei der wahrscheinlich so oder so rübergegangen wäre, aber. Vermutlich, ja. Die Ecker kommen ganz gut hier. In letzter Sekunde geklärt und dann ein bisschen Pech im Abpraller gehabt. Dann wird Krause. Spieler auf Manfred, um den Spieler schnell zu machen. In der Mitte stehen 2-3 Leute. Die kommt zur Anstatt! Ui! Was war das denn? Da kommt der Torwart aber nicht ran. Ich weiß, aber das war auch nicht da der Münsteraner, der den irgendwie so geköpft hat. Wo dieser Kopfball herkam. Ich komme. Ich kann auch nicht. Auch irgendwie nicht immer überall hinwechseln. Nein. Der erste Ballverlust für Krause. Hihi. Oh, kann man sehr wieder an. Ich meine, leider nicht. Hat ganz gut Zeit gekauft, glaube ich, für die Verteidigung. Und dann kam da das Foul. Ja, ich habe den ein bisschen weggeschubst. Göbel geht raus. Ein bisschen weggeschubst. Göbel geht. Und da kommt tatsächlich hoch hier rein in den Raum. Und jetzt vielleicht mal den Konter hier nochmal.
Fahren, Krause, Waschewski. Ja. Bisschen Glück beim Abpraller, der kommt auf Ritzi. Ah, alles geplant. Manfred. Ach, kann ich da nicht durchsetzen. Das war ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Aber komm wieder zurück zu Preußen jetzt ein bisschen. Oh, jetzt war der Dembélé bestätigt. Bestätigt von Dembélé. Ach, wäre bestimmt richtig witzig, hier mit Dortmund zu spielen. Ja, ist richtig für mich. Das ist ja Zaster ohne Ende. Oh, Manfred. Ich will eigentlich nur eine Ballrolle machen. Und dann laufen, oder? Wollte er nicht. Oh, jetzt ist die Seite da ein bisschen frei. Krause muss zumachen, die Lücke. Aber ist auch sehr langsam hier umdrehen. Einmal ist die Mitte jetzt frei, weil da fehlt jetzt natürlich Krause. Da fehlen jetzt überall Leute. Und irgendwie Glück gehabt, abgeblockt. Und Kopfball. Waschewski kann leider keine Kopfballduelle gewinnen. Vielleicht sollten wir doch noch Gamora einsetzen. Gamora. Gamboli. Gamboli. Was? Das war ganz stark vom. Scusi! Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich diesen Ball bekomme. Manfred vielleicht auch außen? Ja, das habe ich doch nicht. Langsam. Spiel, machen wir Seitenwechsel. Oh. Oh Gott. Genau in dem Moment kommt der Verteidiger. Der Pass kam ein bisschen früher. Ich auch. Oh Gott, oh König, da läuft alleine zu. Und was ist das denn? Ich glaube, wir sollen mal wechseln. Ja. Glaube ich auch. Leichte Rinderknecht raus und den ganz rein. Ich weiß gerade nicht den Namen. Stoll. Ne, Weber meinte ich eigentlich sogar noch ein defensiverer Wechsel. Ups. So rum? Ja, ich glaube schon. Ja. Wahrscheinlich also, besser. Und ja, vorne Grimaldi, genau. Ich glaube, das ist gut. Drei Wechsel auf einmal. Nochmal frisches Blut hier um den. In den letzten 20 Minuten kann man das mal machen. Records. Ja. Maihi mit dem Ball. Alter, guck mal, da Gugagin. Guganik. Der rennt einfach erstmal in den Sturm. Obwohl wir einfach auf Defensiv spielen. Jetzt läuft er wieder zurück. Guck mal, ich passe jetzt mal auf Guganik. Ich finde das jedes Mal irgendwie. Oh, starker Pass von ihm. Oh. Ja. Okay. Krause, nicht so gewandt mit dem Ball. Das war stark. Ritzi. Da ist der neue Rühle. Rühle, der kann tricksen. Oh, ich will ihn gar nicht so. Okay, Bader. Ich laufe einfach mal mit Bader. So viel Nein. dazu. Ja, ich wusste nicht, wohin wir bleiben. Mann, einfach so auslaufen. Hat er sich verletzt? Ja. So ein Oh. So eiskalt vorbei. Gerutscht. So ein Lauch, ey. Ja, ich bin schon. Ja, das ist der Außenmatcher. Der war ganz stark gespielt! Ja. Und der Torwart mit einem Irre-Reflex. Aber das war ganz, ganz stark gespielt von Münster hier tatsächlich mal. Das war echt sehr gut. Friedrich Wagner, den haben wir uns angesehen übrigens. Gabuschewski, ja genau. Gabuschewski geht raus dafür. Ich sag ja, von Zwickau wollten wir ein. Oh, der in der Mitte war gerade ganz viel Freiraum. Hallo Rühle nochmal. Kann er sich da durchsetzen? Ja, kann er. Weil die Flanke ist sehr schlecht dann. Oh, aber wir haben nochmal den Ball. Oh, Ritzi. Oh, Ritzi, komm, kämpfe. Wir haben Vorteile. Ja. Jetzt hier. Oder da. Oh, Hoffmann setzt sich da durch. Ist es überhaupt noch Hoffmann? Ich weiß es gar nicht. Hoffmann ist noch drin. Jetzt müssen wir einfach sehen. Oh, Krause, den kann man auch mal abfangen da. Keeper, komm schon, Keeper. Der war abgefangen. Niehaus, ganz stark. Oh. Okay. Da war der Spieler von Zwickau zum Glück ein bisschen zu langsam. Ja. Aber leider ist da auch Hoffmann. Das ist so lange, weil ich ein bisschen früher loslaufen müssen. Hoffmann wird ein bisschen. Und das war stark. Hängen geblieben, aber. Geht wieder nach vorne. Huch. Ja, Rühle, der kann sich auch mit dem Ball bewegen.
Er kann zwar nicht so gut passen oder so, aber bewegen kann er sich. Oh. Oh, starker Pass über die Abwehr rüber und jetzt hat Hoffmann da Platz, ein bisschen zu marschieren. Wo war da der Pass? Oh, auf dieser Defensive. Kies jetzt kein Gegentor. Oh, das war ja. Das war richtig genial. Nein, please. Ja. Oh. Das war der Apfel beim Klären. Holy shit, man. Endlich! Yes! 1-0, guck mal, da kann er sich freuen. Hätte sogar auch noch höher ausfallen können. Muss man also ja sagen. Die Chancen waren diesmal da. Sein können. Und die Chancen waren auch wirklich auf unserer Seite. Ja, also Münster kommt langsam aber sicher vielleicht wieder hier zurück auf die Erfolgsspur. Auch unter anderem durch Robin Krause natürlich, aber auch durch Ritzi, über den sehr, sehr viel läuft. Der hat schon sehr viele Scorer-Punkte gesammelt. Hier sieht es nach einem sehr ereignisarmen Spiel aus, aber da habe ich recht viele Chancen, würde ich fast sagen. Ja, doch, ist schon viel passiert. Guck mal, Robin Krause, 8,8. Ritzi auch mit einer 8,8. Waschewski 5,9. Ja. Imai die 6,0. Die haben irgendwie nicht so viel gemacht. Ritzi auch mit einer 8,8. Sehr stark Hoffmann mit einer 7,3. Manfred mit einer 7,4. Hm. Oh mein Gott. Die Verteidigung. 7,8. Die Verteidigung auch sehr stark. Mit einer 7,8, ja. Sechs Schüsse, 4 aufs Tor, 98% Ballbesitz. Mhm. Doch, das ziemlich ist dominantes Spiel. Das ist sehr gut, ja. Fortuna Köln 3-0 hier. Und Rostock wieder 0-0 gegen Magdeburg. Rostock gleich ein bisschen am Schwächen, aber wir sind immer noch nur 16. tatsächlich. Ja. Allerdings alle sehr dicht beieinander noch. Also. Aber Halle können noch gleich ziehen. Ja. Ja gut, Aalen ist jetzt vorne. Mit 5 Siegen, 2 Unentschieden. Und danach die Kickers, gegen die haben wir auch schon gespielt und verloren. Gegen Magdeburg haben wir auch schon gespielt. Also man muss mal sehen, wir haben schon gegen Kickers, Magdeburg und Rostock gespielt. Das sind 3 von den Top 4 momentan. Und haben verloren. Und gegen Zwickau, die jetzt 7. sind, haben wir gewonnen. Also, genau. Wir kommen jetzt wieder. Ah, gegen Rostock. Unentschieden. Aber die sind jetzt ein bisschen weiter unten. Die haben ja, aber das heißt, wir sich nach unserem Spiel nicht mehr erholt. Viele von den schwierigeren Gegnern haben wir schon raus, vermutlich. Ja. So, was jetzt natürlich sehr gut ist. Oh, Rinderknecht auf die 66, Waschewski auf die 68. Waschewski kann man vielleicht anstatt Angriffsszenarios vielleicht auch mal irgendwie Kopfball machen oder sowas. Ja, gut, der ist ein bisschen klein. Der hat, ja, aber der hat jetzt schon 74. Ich habe meinen Abschlussposition ja nicht. Janik Müller war ein weiterer Innenverteidiger. 67. Oh. Hätte man auch gut. Ja, die Werte sind. Oh, ja. Übrigens jetzt nur noch 72. Vielleicht weil wir Minus machen. Ja. Noch okay. Gar kein Gehaltsbudget, ne? Das könnte man vielleicht mal ein bisschen. Bisschen aufteilen. Ja. So 10%. Okay, ich komme nicht an die 10. Alter. Oh, ich kann das auch so weiter. Okay. Aber. Hm. Ausgaben 5,3 Millionen, Einnahmen 4 Millionen. Hm. Aber Vereinswert haben wir schon mal verdoppelt. Ja. Also, gut investiert. Würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Wir simulieren noch bis zum nächsten Spiel. Und dann ist die Folge auch schon. Eine Pressekonferenz gibt es ja. Oh, wir spielen gegen Paderborn. Und ich würde sagen, nach dem letzten Sieg, da loben wir unsere Jungs nochmal, genau. Ja. Würde ich tatsächlich auch sagen. Und dann geht's gegen Paderborn im nächsten Part. Wir haben nochmal einen Abschlussbericht zu Spendenhofer. Spende übrigens 70. Oh, 2 Millionen war sein Wert. Ja, okay. Und wir haben 700.000 geboten. Ja gut, das Internet weiß eben nicht alles. Zum Beispiel nicht den Marktwert. Ja, leider. Wenn ich übrigens frage, welche Seite wir mal nutzen, wir nutzen FootWiz. Ja. Also W-I-Z. Sehr gut, um solche Sachen rauszufinden. Aber eigentlich auch nur Werte, also keine Preise. Ja, aber ich glaube, später werden die Preise geändert. Das kann gut sein. Es ist natürlich aber auch immer ein bisschen unterschiedlich von Karriere zu Karriere, was man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Muss man dann halt die Werte zu Beginn nehmen.
Ja, nächsten Part dann das Spiel gegen Paderborn. Und je nachdem, wie schnell wir sind. Ich würde sagen, wir machen das Spiel gegen Paderborn, dann im nächsten Part machen wir Aalen und Jena. Und Jena, ja. Dementsprechend, bis zum nächsten Mal. Gegen Paderborn, in Paderborn. Haut rein, habt ihr Spaß. Ciao, ciao.